Mir ist es auch passiert. Ich habe auch jemanden kennengelernt. Jetzt mal ganz oberflächlich gesehen. Wenn einem so etwas passiert, dass ein Ehemann einen versucht, irgendwie klarzumachen. Erzähl deinen Mädels, ich bin wieder in der Stadt. Ja, heute ist auf jeden Fall einer der Tage, wo ich fix und fertig bin. Aber ich brauche es, ich mache es, ich ziehe es durch und ihr müsst es auch komplett durchziehen. Es gibt keine Ausreden, es gibt nichts, nichts, was ihr nicht könntet. Holt euch eine Fitnessstudio-Membership und zieht das Ding durch. Auch wenn jetzt Winter wird und auch wenn der Sommer zu Ende ist, ihr müsst es durchziehen. Wichtig ist, ihr müsst euch auf jeden Fall stretchen. Vor allem, wenn ihr Squats macht, müsst ihr euch stretchen, okay? Ihr müsst die Seiten auf jeden Fall bearbeiten. Und ihr könnt vom Ding her auch planken. Planken tue ich auf jeden Fall immer mittendrin. Immer so eine Minute links, eine Minute rechts und so weiter und so fort. Schon mit 10 Kilo durch. Am besten ist es, 15 Kilo zu nehmen und den Killer schon komplett zu machen. Und wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr mit der 10 Kilo, und ihr merkt, ihr könnt nicht mehr mit der 5 Kilo, dann habt ihr auf jeden Fall schon 3 Sätze gemacht, die auf jeden Fall hart getötet haben. Hart getötet. Und ich nehme jetzt auf jeden Fall 15 Kilo. Das ist das Ding ist, es ist so das weltbeste Gefühl, vor allem wenn man sich fest vornimmt, diese Workouts-Routine durchzuführen, durchzuziehen und man das dann geschafft hat, dann freut man sich extrem. Ihr müsst wissen, wenn ich keinen Sport mache, dann macht es was mit meiner Laune und aktuell bin ich richtig krass am PMSen. Darum ist es für mich richtig wichtig, das komplett durch die Bank weg durchzuziehen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich versuche jetzt den Vlog zu heute hochzuladen. Das nenne ich einfach mal Speed-Editieren. Und dann
bin ich gleich auch nochmal auf YouNow, weil ich mich fresh mache. Jeden Tag gibt es Sport bei mir. Oder zumindest jeden zweiten. Jetzt geht's erstmal ab unter die Dusche. Dann kommt meine Ma, dann muss ich ihre Haare machen. Und dann geht's, glaube ich, auf zu YouNow. Und dann muss ich noch drehen. Alter, ich habe heute den ganzen Tag einfach nur Action. Fette Action. So, meine lieben Freunde, ich bin jetzt aus der Dusche raus. Die PMS macht, dass ich so ein geschwollenes Gesicht habe. Dagegen kann man nichts machen. Es sind die Hormone. Und ich habe mir fest vorgenommen, ich werde jetzt heute auf jeden Fall, zumindest jetzt, so die nächsten Stunden, das Wasser richtig krass weckeln. Richtig krass wegächsen. Jetzt gehe ich auf YouNow live. Ich war ewig nicht mal auf YouNow. Ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich mich anmelde. Irgendwie funktioniert das gerade nicht. Voll komisch. So, dann schminke ich mich auf YouNow. Ihr könnt zugucken und ja, also dann schauen wir mal. Später werde ich euch nochmal zum Thema... Mama ist auch in der Küche, macht da ihr Ding. Später werde ich euch zum Thema Sachen mit verheirateten Ehemännern erklären. Also da gibt es so ein Thema. Ich habe jetzt mich vor ein paar Tagen mit Freunden darüber unterhalten, weil mir ist eine Sache widerfahren, die mich so ein bisschen zum Nachdenken animiert hat. Und deswegen will ich darüber auf jeden Fall mit euch sprechen. Ob das Haram ist oder nicht Haram ist, so ihr werdet selber für euch entscheiden. Aber ja, der Fall ist auf jeden Fall klar. Und darüber werden wir auf jeden Fall quatschen. Ich benutze jetzt gerade von NYX Micellenwasser. Das Micellenwasser ist ganz gut. Eigentlich nicht, ja, es ist eigentlich wie gewöhnliches Micellenwasser. Aber irgendwie habe ich mich voll daran gewöhnt. Und ich werde mein Gesicht jetzt unmittelbar mit diesem Gesichtsöl ein wenig, du weißt, auffrischen. Ich habe Clarisonic benutzt. Das mache ich jetzt morgens und abends, aber manchmal merke ich, dass es meiner Haut besser tut, wenn ich Clarisonic nur abends benutze. Ja, ich gucke jetzt mal, was mit YouNow ist. Okay, ihr Süßen, ich bin jetzt mit dem Stream auf YouNow fertig. Ich habe mein Make-up gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich muss jetzt ein paar Videos drehen und will noch ein etwas kontroverses Thema kurz mit euch bequatschen. Und zwar das Thema mit den Ehemännern. Also ich habe festgestellt, in der letzten Zeit gibt es einfach so viele Männer, die verheiratet sind und die irgendwie in so Beziehungen sind, die auch zur Heirat führen und die trotzdem nicht treu sind und es bei einem immer wieder versuchen. Ich werde ja niemals mit euch teilen, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht. Das geht niemandem was an. Aber ich möchte einfach nur sagen, dass, ja, ist es Haram, wenn man mit einem Ehemann was hat. Also in der Bibel ist es auf jeden Fall so, dass es eine Sünde ist. Die 10 Gebote sagen, du sollst nicht Ehe brechen. Ich glaube, das gilt für den Ehebrecher selber, für den Mann. Oder für die Frau. Oder für denjenigen, der sozusagen den Beitrag leistet, dahingehend, dass der Mann fremd geht. Sprich, wenn man mit dem Mann fremd geht. Ich glaube, es ist nicht mit Segen versehen, wenn man etwas mit einem verheirateten Ehemann hat. Es ist auch nicht gesund, dem gleich zu werden. Zudem kommt auch, selbst wenn man keine religiösen Werte hat, ist es doch einfach so, dass man sich dann doch auch denken muss, so, warum nutzt er mich aus für seine Ambition, seiner Frau gegenüber fremd zu gehen? Weil es muss doch eine Ambition sein, es muss doch irgendwas sein, was er in sich trägt und irgendwie nicht ausleben kann. Und er hat Angst, er ist ein Feigling, er ist ein Schisser. Weil wäre er kein Feigling, wäre er kein Schisser, würde er seiner Frau sagen, ey, pass auf, es ist Schluss, es ist aus, was auch nicht gut ist. Und wo man auch selber nicht drinstecken will, beziehungsweise man will nicht die Frau sein, die verlassen wird. Und man will auch nicht die Frau sein, für die das gemacht wird. Also ich bitte euch, das ist so der Gedankengang, den ich jetzt habe. Über diese Dinge spricht keiner. Aber sie sind trotzdem in unserer Gesellschaft fest verankert. Und wir leben nun mal in so einer ich-bezogenen Gesellschaft. Dem gegenüber ist es egal, ob du verheiratet bist oder nicht. Sind wir mal ehrlich. Mir ist es auch passiert. Ich habe auch jemanden kennengelernt. Jetzt mal ganz oberflächlich gesehen. Wenn einem so etwas passiert, dass ein Ehemann einen versucht, irgendwie klarzumachen, dann geht jetzt mal nicht von dieser plumpen Aktion aus, da kommt da ein Mann irgendwie in den Raum und dann baggert er euch an und es liegt dann auf der Hand, dass er verheiratet ist. Oftmals sind die Momente viel blumiger und viel entspannter und viel auf freundschaftlicher Ebene bezogen. Und dann erzählt er dir vielleicht so Sachen wie, dass er sich gerade nicht mit seiner Frau versteht und so, aber dass du gerade so seine Motivation bist und sein Licht. Also es ist tricky. Und ich sag euch Folgendes. Jedem von uns auf dieser Erde kann es passieren, dass man in die Versuchung kommt, solche Sünde zu begehen. Aber es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Wie ehrenvoll bist du? Wie schätzt du dich wertmäßig selber ein? Was ist die Moral der Geschichte?
Ich meine, das Hier und Jetzt wird das Hier und Jetzt bleiben. Wenn du was mit einem Ehemann hast, hast du wahrscheinlich auch eine Familie zerstört. Du hast nicht nur eine Familie zerstört, sondern mit dem Mann kannst du eigentlich nichts anfangen, weil so wie er sie veräppelt, wird er auch dich veräppeln. Also er ist noch nicht mal ein Garant. Das heißt, alleine deswegen lohnt sich das schon nicht. Warum machen Frauen das trotzdem? Ich sage euch, warum Frauen das machen. Frauen machen es trotzdem, weil sie sich sagen, warum ist er mit ihr? Was hat sie, was ich nicht habe? Und das ist Sünde. Und das ist weit verbreitet. Zu 99% habe ich gedacht, Weil du musst dir immer wieder vor Augen halten, er ist einfach verheiratet, er hat einen Ring. Digga, du bist echt eine Beleidigung fürs Land, fürs Volk, für die Nation, fürs Leben. Du beleidigst mich einfach, weil indem du mich zu so etwas verleiten willst, nimmst du mich nicht ernst. Würdest du mich nämlich ernst nehmen, würdest du darauf verzichten. Auf diese Option würdest du verzichten, aber du nimmst mich schon mal nicht ernst. Natürlich fühlt man sich zu 5% geschmeichelt, aber diese 5%, die sind ganz, ganz schnell, die sind ganz, ganz schnell wieder versehen mit der Realität. Nämlich der Realität, dass du einfach nur so eine Side-Chick sein sollst. Und das müssen wir Frauen uns vor Augen halten, es lohnt sich nicht. Im Leben ist es natürlich so, dass Versuchungen erst Versuchungen sind, wenn der Mann wunderschön ist, die blumigsten Worte sagt und so, aber es lohnt sich nicht. Und das möchte ich einmal ganz kurz kundtun, einmal ganz kurz gesagt haben. Man soll niemals nie sagen, aber das ist für mich ein Nie. Das ist für mich ein Abtörner. In sich schon ein Abtörner. Ein Ehering ist für mich ein Abtörner. Genauso wie es für mich ein Abtörner wäre, wenn ich verheiratet wäre, irgendwie mal ganz kurz. Entweder mache ich Schluss und kläre die Fronten, oder aber ich bin treu wie ein Schlosshund. Und das ist etwas, was ich einmal ganz kurz ansprechen wollte, was ich einmal kurz thematisieren wollte. Und das ist einfach so ein Gedanke, der mich so ein bisschen beschäftigt, weil ich will ja real sein, ne? Ich will es ja mit euch real keepen. Wir leben in einem Dschungel, in dem es Menschen gibt, die die Dinge nicht so ernst nehmen wie man selbst. Und insofern, ja, ist es das. Ich muss jetzt drehen und ich werde den Vlog wahrscheinlich mit meinem späteren Jennys Hart aber herzlich abschließen. Ich habe heute Bock auf Hart aber herzlich. Und dann hoffe ich von euch zu lesen. Der Titel ist natürlich hochexplosiv. Ich habe natürlich niemals so etwas begangen, würde ich auch nicht. Ich bin da sehr empfindlich. Finding Karma is a Bitch, sowas kommt ganz schnell wieder zurück. Und mich freut es aber, mit euch auch solche Gedanken zu teilen und mit euch über solche Dinge zu sprechen, weil es betrifft uns alle. Denkt man nicht, dass es dich niemals treffen wird. Es kann dich morgen schon treffen. Und glaub mir, vielleicht sind meine Worte die Worte, die dich dann von der Dummheit abhalten. Jetzt wirst du sagen, ja, ist doch klar, würde ich niemals machen. Aber sei erstmal in der Situation, wo so ein Mann vor dir steht, ein wunderschöner Mann, der Mann deiner Träume und dir davon erzählt, dass er Probleme mit seiner Frau hat oder sonst was. Leute, es gibt Männer, die reden einfach so viel. Es gibt auch Frauen, die labern so viel. Und es ist manchmal ganz gut, wenn man einfach vorbereitet ist. Deswegen möchte ich das mit euch teilen. Das Ding ist, ich habe jetzt gerade irgendwie Post gekriegt. Nix. Ich habe gerade ein Gewinnspiel gestartet, als wenn nix Radare hat. Weißt du, ich meine? Dieses Gewinnspiel ist quasi hier drin. Das habe ich gerade auf Instagram gepostet. Daran müsst ihr unbedingt teilnehmen. Wenn ihr das gewinnen wollt, was hier drin ist, guckt auf Instagram, I'm Jenny from the Blog. Dann müsst ihr 3 Leute taggen, dann müsst ihr das Bild posten und dann könnt ihr am 1. Oktober richtig viele coole, schöne, tolle Liquid Lipsticks gewinnen und aber auch diese Palette hier. Und wisst ihr, ich mache das Gewinnspiel so klar und auf einmal kriege ich ihn hier. Und ich bin voll gespannt, was da drin ist. Warte, ich muss mal kurz auspacken. Na wunderbar. Wie gehst du denn auf? Ich so Daily Struggles. Also das ist natürlich als YouTuber immer ganz toll. Wir werden beschenkt von oben bis unten. Das ist immer geil. Ich bin so gespannt. Ich kann es echt kaum erwarten. Wow. Krass, was geht denn hier ab, Digga? Oh mein Gott, ich liebe ja Suede, ne? Ich liebe ja die Suede Lipglosse. Leute, einfach mal so andere Farben. Machen wir das so, wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist, weil hier geht so einiges, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare und dann kann ich das ja vielleicht morgen mit in meinen Vlog einbauen. Wenn ihr das genau wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Hiermit beende ich meinen Vlog. Ich habe voll viel zu tun, ich muss es jetzt hier schneiden. Ja, wenn euch diese Serien gefallen, dann geht es auch einfach weiter und wir sehen uns morgen. In diesem Sinne, I love you, seid schön, wie ihr seid. Muah!